Abgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Lumenor, ich bin jetzt gerade wieder rein. Ich war gerade beim Segelwarm-up und hab den, ja, den Glockenreim-F zurückgebracht von der Challenge. Und für denjenigen, der mir damals Paket geschickt hatte und für den Thorsten war da ein bisschen was damit, ein Bausatz oder irgend sowas, das habe ich heute ausgeliefert. Leider hatte ich die SD-Karte vergessen. Die Kamera hatte ich mit, aber SD-Karte nicht. Und ja, jetzt mache ich ein kleines Video draus, weil jetzt kommen noch der Falco und der Thomas gleich. Eigentlich müssten sie schon da sein. Zu spät, Falco. Der Falco ist da. Hallo, hallo? Jetzt raschelt's doch. Wo seid ihr hier? Scheiße, Adresse, Alter. Junge. Nein, Adresse zu behalten. Hallo. Will ja. Habt ihr euch versteckt? Ich war draußen, war keiner da? Ja, war keiner da. Wir waren nicht gewesen, Alter. Ach so. Ja. Gibt's das mal Käffchen hier? Ein bisschen Kuchen. Komm, der Kaffee wird kalt hier. Oh. Ihr seid eine Stunde zu spät. Fuck, Alter. Let's go jetzt. Machen wir hier den so. Böse Kennen. Oh nein. Es geht aber. Es geht aber, Alter. Ich hab's mehr gedacht, Alter. Wie sieht's hier aus? Ja, das Rad ist weg. Das Profil sehe ich nicht von hier. Da hängt wieder drin. Wieder gut vollgeladen. Hier hängt er auch tief. Was ist denn hier? Maiko Akkusäge. Ne, Makita. Hier. Hängt er auch. Schon Maiko. Ach, hier ist der Fuß. Der Fuß, den ich geholt habe vorne im Freiberg, ja. Und der Pass auch. Der Pass. Ja, schön. Das ist genau dasselbe Fernseher. Das ist besser als der Holzklötze, der. Naja, Männer, wir laden mal aus. Und wir haben eigentlich gar keinen Bock dazu. Der Kuchen hier. Die Kuchenkinder. Kuchenmafia. Die Kuchenmafia. Ja. Na Leute, oder machen wir mal Bill, was hast du denn hier? Hier sind hier. Was, Batterien auch? Ja, sicher. Ach, die zwei. Drei. Samsung. Das sind. Na los jetzt hier, ab wird gleich dunkel. Ja. Der holt uns der Teufel. Was hast du hier an dem Beutel? Brot oder was? Das ist doch. Das ist doch für die Kollegas hier, oder? Das ist für Kollegas. Die schaffen wir gleich mal weg. Nee. Den Mittel. Den musst du reparieren, dann geht die. Was? Geht, geht komplett gar nicht. Aber wenn der wieder geht, musst du den will den Mittel haben. Hat die schon gesagt, wenn du ihn findest, hat die gesagt, den will sie haben. Achso, fahren wir die noch? Hat sie gesagt. Brauchst du nicht, mach's automatisch. Nee, dann müssen wir gucken, dass wir den wieder repariert kriegen. Ach nee. Maiko! Das ist gut. Oh! Da sehe ich doch hier Schlachtmaterial. Das Altbekannte. Schöne Sachen hier. Da habe ich schon Schlacht. Oh, sind aber andere Lüfter diesmal. Und du, schöne und andere. Ja, Induktionskochplatte. Die Kondensatoren sind richtig gut. Ist das eine Induktionskochplatte? Ja, sieht so zumindest aus. Weil hier. Das ist für die Samsung-Anlage. Okay. Was ist denn für eine Samsung-Anlage? Die DVD-Anlage. Lorry-Treiber. Okay. Ja, die Schlacht ist. Kannst du machen. Die Kondensatoren kosten auch gleich mal 20 Euro, ne? Echt? Hm? Nicht hier, das die ist sind billig. Richtig gute, Alter. Die sind auch nicht billig. Ja, ja, weißt du. Ja, haben wir nicht die Schlacht. Oh, das sind ein paar Euro. Warte, mal gucken. Ah, es sind EGPTs, 400 Volt oder 600 Volt, 440 Ampere. Der hier ist gut für Rempf. Ja. Ja, auch die grünen, die gehen auch ziemlich gut. Und die sind. Ja, die sind auch. Die grünen sind grün. Ja, das, nee, das ist nee, hier blau-grün. Ja. Es gibt nur die, hell, die hellgrauen, die gehen auch. Hm. Karoton oder wie die ist, das hat er da. Hier. Mitzi! Hier, das wird uns zu lange, das Video. Ja, ne, wir machen doch jetzt. Was ist denn hier? Hast du die Klima schon? Ach so! Nee, das ist schon mitgebracht, das ist roh schon. Also die Klima ist nicht mehr? Nein, das ist roh. Das ist die von Atze dann oder was? Alles klar. Hast du das drauf geschrieben? Hm? Ich glaube, da schreibt man am besten gleich mal Atze drauf, weil im halben Jahr weiß ich das nicht mehr. Oder ich habe ja noch so einen Schlauch, oder? Ich glaube, wir haben zwei noch. Also Atze, hier merkt ihr das mal, den Schlauch, der gehört dir. Der gehört zu der Klima. Hey, ich komme. Das Laufen kommt Junge. Auf. Warum ist das so tief, das Ding, Alter? Die wird immer größer. Hier haben wir für die Kollegen auch noch was hier. Oh, zwei, hier. Hier ist auch noch mehr. Das ist auch für die Kollegen. Ja, da wollen wir den Karton gleich zum Vater. Nee, das passt alles nicht, weil da noch mehr ist. Ach so, ne, da müssen wir nach und nach raus. Hier. Kollegas. Wir müssen nach der Kamera. Ja, Thomas, nimm du den Rest noch. Ja, ja. Das ist noch eins, oder? Hier sind wir gleich rein. Nee, das kommt hier. Ich kann nicht, ich hab doch den Hände voll. Gibt's denn Thomas? Das ganze Futter hier. Gibt's denn Thomas? Ja, klein. Was ist denn hier? Free Willy, die Rettung? Ja. Hast du noch mehr Film? Wir gucken dann DVD. Den gucken wir nachher. Ich hab einen DVD-Player mit. Ah, okay. Scheiße, dann ein Monofilm oder was? Free Willy, der Monofilm, kenn ich noch nicht. Noch hören wir alle wegen Free Willy. Oh, nee.
So, was hast du denn noch alles mit? So, Matratze wechseln. Guck mal, Kai! Wieder ein PC-Netz da. Hier hab ich was Schönes mit. Ja, Vorkriegstechnik. Das sieht aber echt aus. Das ist ein schönes, ein Trafo. Oh, ein ordentliches. So. Dann das noch rein hier, so. Was ist das aus? Du. Was denn? So schwer, oder? Du, was ist das? Alter, mit einer Hand, Alter. Ja, komm, das nehme ich, das nehme ich. Ja, das nimmst du. Und wer nimmt Frivoli? Du? Frivoli. Ich hab's gesagt, zu dumm, ich guck mal an, da hören wir noch und alle. Halt's einfach hier im Flur irgendwo. Ich hab auch noch Fresse. Sind das deine Hausschuhe? Das sind meine. Das sind deine. Guck mal. Was? Ivan und Maja. Was ist denn das? Russische. Das große russische Märchen. Ja, lass mal. Hier! Frivoli, Ruf der Freiheit. Na, komm mal hier. Und sag mal, wer guckt denn heutzutage Alter, was ist VHS? VHS, ich hab gar keinen VHS. Und fast ein Feuer, das ist schon nicht hin. Das Märchen der Nacht. Ach Gott. Nastjenka. Was ist denn das wieder ausgebrannt? Ach, hast du noch was? Hier, da habe ich hier noch Büchertresse. So, was ist das? Brot. Oh, nochmal? Ja. Jetzt will das erstmal hier, ja. Achso, müssen wir das rausnehmen? Das liegt das drunter. Das ist der DVD. Zu den Samsung-Ding oder was? Ja. Und hier ist der. Der wiegt ja sogar was. Hier ist der Videorekorder. Eigentlich liegt das Filmchen. Videorekorder mit alles. Ja, moin, öffnen da. Ja. Geil. Du kannst ja freiwilliger angucken. Wollen wir das Brot? Ja, hau das vor der Garage. Ach, was für Laber ich vor der Küche. Vor der Garage. Was ist das? Das ist für die Boxen von den Soundanlage. Auch nochmal Samsung. Ja. Döner seine Mikrowelle sehe ich. Dann habe ich eine Mischkiste aus dem Keller. Mischkiste? Also Misch. Ach, ist ja noch leicht, ne? Mischrott. Ja, die Mikrowelle. Die können wir gleich draußen hinfeuern. Ich weiß es jetzt eben nicht. Ist der Glasteller noch drin? Ne? Naja, egal. Döner brauchen nur das Gehäuse. Der Ring ist drin. Gut. Ja, ne, dann werden wir mal gucken, oder wir schaffen sie dann doch noch gleich weg. Das ist die Römen vor Ort. Das ist schön. Das wird nicht. Nee, die forschen dann schon rüber. Das sind ja zwei Boxen oder was? Ja. Das könntest du vielleicht meinen Leuten machen, oder? Hier. Die Subwoofer dazu, das Ding, die und die. Na, in der großen Stube, da fanden sie das eh ein bisschen verloren. Ja, dann muss man doch kinomäßig geladen werden. Mhm. Oh oh. Hast du jetzt hier schon. Guck mal. Der geht hoch schon. Geht hoch. Ja, was ist denn hier noch? Hä? Was ist denn das? Hier ist noch eine Rüttelplatte. Wie eine Rüttelplatte? Was ist denn eine Eierrütteln oder was? Was ist denn für eine Rüttelplatte? Die kannst du nämlich dich draufstellen. Fuck, Alter. Und dann? Vibrieren. Und dann? Kannst du dich hier die Muskeln trainieren. Hä? Oh, das musst du mal aufmachen. Das sage ich dir mal, wenn die Kamera aus ist. Okay. Was ist kaputt? Verbollert was? Nüsse. Nüsse? Hast du schon offen gehabt oder was? Nee, aber in Nüsse. Hallo? So. Huh. Und hier ist auch noch irgendwas aus dem Keller? Gesehen. Aus dem Keller? Kleinkram oder was? Kleinkram. Ja. Das sieht ja komisch aus. Und da hab ich hier so riesen Dinger, Alter. Kannst du mal meine Batterien schütteln? Batterien drauf? Geil, ich hol. 150 Kilo halten die auf jeden Fall. Oh. Vorwerk. Du kannst nämlich Zeug einarbeiten, einen Teppich. Der Reinigungsschaum, meinst du? Pulver. Hm? Ach so, das ist dieses Zusatzding. Ja. Das ist eine elektrische Bürste. Um 25 Euro bei eBay ungefähr komplett. Ja, Wanni, ich habe oben Cola-Fleck und wisst ihr, was daneben liegt? Was? Vom Vorwerk das Pulver. Ja, dann. Ist ein Zeichen. Nein, jetzt kann ich. Okay, na gut. Jetzt? Ich weiß, darf ein Vorder oder was? Ja, das kennt doch schon jemand schon noch. Hier, das ist der. Das ist der von Thorsten da. Thorsten und repariert worden. Und es wurde nochmal repariert. Aber es ist eh ein paar Jahre schon nochmal funktioniert. Ja. Was ist es jetzt gewusst? Keine Störung. Da steht immer Load an. Ne, da gucken wir mal vielleicht. Fischen wir nochmal wieder hin. Guck
Conti oder was weiß ich noch? Naja, muss nicht unbedingt. Kann nicht mal gucken, was. So. Vielleicht gehen wir rein. Die paar Batterien noch. Ach, hier. Das sind aber drei. Verkaufen? Ja, weil du gesagt hast, die zwei. Die ist auch in Ordnung. Das ist eine EFP-Batterie von 2020. Verkaufen mal eBay oder keine Ahnung. Ah, die ist ohne flüssig, scheiße. Oder? Die ist flüssig und die anderen sind zwei RGM oder Gel. Na gut. Falco verdammt und Thomas zum Schlemmen. Du bist noch jung und sportlich. Ja, Meize, mein Fuß ist kaputt. Ich kann Falco, was? Ich hab Rücken. Der kotzt schon. Wo haben wir einen Rollator? Rollator, da passen sie da rein. Ne, da musst du jetzt filmen. Wo ist denn der Rollator? Da rollt das oben. Sag mal, ja, die Dinger. Den Griff hier, den Scheiß. Der kannst du hochklappen. Ah, ach du Scheiße. Alter. Guck mal. Was ist denn das? 17 Kilo, Ene, ja, komm. Wieso wiegen die so viel? 17 Kilo. Das ist. Na, aber so ein kleines, guck mal, wie schwer die ist, so ein kleines Kackding. Alter, was ist so ein kleines Kackding? Ja. Schon schwer. 55 nur? Das wiegt doch eine normale 70er vom Auto. Das ist Gel. Gel? Gel. Ja, da wirst du aber schon. Ich nehme mal die andere Klammer her. Hast du ausgleichen, oder? Ja, sonst kriegst du. Ich schleppe ja nur eh noch rum, sonst kriegst du einen Schlagseil. So, wird, ja. Unser Assistent heute. Mensch, Thomas, kannst du eigentlich öfters mal mitbringen? Halt dich frei. Das war eine gute Idee. Komm, du wirst mit Döner bezahlt. Ja, aber groß, Alter. So, haben wir alles. Machst du weiter, Filmung? Ich übernehme. Du, eine Kiste muss man rüber. Weißt du, wo wir damals die Wartebatterien dahinter geschleppt haben? 40 Meter ist der Gang lang. Bei links wem? Rechts, die Dinger. Bei wem? Bei mir. Das ist woher, hier. Da war ich ja nicht mit. Oder? Nö. Nee, du warst ja nicht mit. Feigo. Dann haben wir hier auch noch. Aber links und rechts einfach eingepackt. Jetzt sagen wir es so hoch, Junge. Allerlei. Ah, hier ist der leider nicht. Hä, was ist denn das? Das sieht aus wie gedruckt. Das ist der EMF, der nicht regeneriert von. Ach, das ist die hinten. Ja, aber die geht hier. Und hier ist noch hier Kabel dran machen. Das ist ein kompletter Akkuschrauber noch hier. Wir lassen den, müssen wir wieder hier machen, dass er wieder. Das wird aber regeneriert. Okay. Ja, da müssen wir mal reingucken. Und die kannst du verkaufen. Das sind neue Tüten noch von diesem Vorwerk. Vorwerk. Ja. Die Leute haben einfach zu viel Geld noch. Ich schmeiß alles. Wir haben auch noch ein Vorwerk. Vielleicht passen die ja bei uns. Ah, alles klar. Thomas? Nö. Ach komm, ey. Ich hab den letzten Babkarton kannst du jetzt mal selber. Also. Nee, da muss ich, das ist das schweres Ding. Ja, hol dir rum. Dann ab. Los. Müssen wir alles räumen. Deiner scheiß Zeh, Alter. Gib mir irgendwas. Das ist schwer wie die Hölle. Was hast du denn hier noch? Eine Playstation? Eine 2. Alter, die kannst du modden, Alter. Ja. Hast du den gehört? Räumen wir alles. Das ist schwer wie die Hölle, Alter. Ich kann nicht mehr so schleppen. Ich bin nur schwer. Ja, wenn ich anpack hier, Alter, mit einer Hand. Ich bin 3 Stunden schon Auto gefahren mit der kaputten Zehe. Hör auf jetzt. Komm jetzt noch ein bisschen raus, jetzt geht's noch. Ab. Gut, räumen wir das Ding noch ein und dann hören wir uns oben. Das begreife ich nicht, was er will damit. Wie er das gemeint hat. Du musst ja hier das Passwort von denen ja eigentlich testen erstmal. Und wie Witz, Astra, komm online, was ist denn los hier? Also die idiotensichere Anleitung. Vergessen, die ist nicht idiotensicher. Die ist nicht ganz idiotensicher. Also, es kommt aber auf den Typen drauf an, der die lesen muss. Hm. Da ist noch mehr. Ach, du filmst gerade, Entschuldigung, hab ich jetzt nicht gesehen. Alles gut. Da steht noch mehr? Ja, das muss ich was zumachen, keine Ahnung. Aha. Das ist keine Ahnung. So, das ist Astra online kommen. Achso. Was ist das? Ist das? Was ist das WLAN von dem Ruder? Jetzt geht's. Ich kann das auf dem mit der Zeit einfach anstöpseln und es geht. So. Aber wie kriegen wir jetzt. Zum Geier jetzt das Signal jetzt über das Ding jetzt. Wie willst denn du jetzt das testen jetzt? Ja, da müsst ihr jetzt Internet haben. Zeigt jetzt keinen WLAN von dem an? Doch, aber wie willst denn du? Da musst du erstmal das Passwort von dem kennen. Nee, das steht. Müssen wir den zurücksetzen oder was? Das ist doch umständlich. Ja, gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Astra SOS. Schreib's den jetzt. Ja, dann mal kurz Pause machen, mal gucken.
Oder um erstmal drauf zu kommen oder was? Ja. Das muss er sonst so machen. Oder nicht? Also auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Probleme als da. Falco raucht schon der Kopf hier. Guck mal. Und der Thomas ist auch fleißig. Der versucht einen Wechselrichter. Ja, Astra, das ist der Wechselrichter, den du zerlegt hast. Ich bin hier der Aufsicht heute. Na, die Nervensäge von allen. Na, warte mal, ich kann ja noch mehr auf den Sack gehen, warte mal. Moment, ich zieh mal kurz. Hau ab, Alter, das ist nicht jugendfrei. Ah, stimmt, muss ich irgendwie das auf 18 da machen. Dann machen wir dann aber. Guckt's wieder, keiner. Ja, hast du irgendwas zum Durchstechen oder sowas? Was Kleines? Ein Bauelement? Nee, ich hab Bombe, wie gesagt. Aber müsste eigentlich auch gehen. Wollen wir noch was zum Durchstecken, weil die Anschlüsse zu sind. Also die Lötpads. Ja, der tut die doch freibinden. Ja, warte, warte. Ja. Ach, ist sogar neu, Digga. Neu, Alter. Zwar nicht elektrisch, aber. Ah, hol ich mal auf jeden Fall auch noch. Aber KO, das ist geil. Ja, absolut geil. Ja. Ja, du machst das schon. Ja. Thomas wechselt jetzt mal die MOSFETs und mal gucken, wenn wir klicken, geht das Ding dann wieder und wenn nicht. Wenn mit der Lötspitze, Alter. Ja, schon. Fredde ist. Ja, wir haben gerade. Also gut, wir können es auch noch mal zeigen, ne? Ja. Ja, was soll denn noch? Ich habe jetzt. Thomas hat die MOSFETs wieder eingelötet, haben die jetzt gewechselt. Er macht jetzt den Fehler erstmal. So war das Fehlerbild. Wenn ich jetzt das 230 Volt Netz zuschalte. Tut er hier alles blinken. Genau, und dann und wir sehen dann hier die Stromaufnahme. Ich schalte jetzt aber ab. Mach das. Dass er nicht. Ja. Weil ich habe, ne, ich hab, glaube ich, bloß, was weiß ich jetzt, auf 2 Ampere oder 3 Ampere. Muss der Falco mal noch dann testen. Oh, ich denke, da geht wieder. Na, hat ja vorher gar nichts gemacht. Ja. War jetzt echt nur die MOSFETs. Das ist aber schon komisch. Ne? Hm. Na gut, Achim hat gesagt, ein SMD, Conti oder irgendein Bauteil war noch kaputt. Gut, bauen wir den wieder zusammen. Operation anscheinend erfolgreich. Aber komischer Fehler. Naja. Oh. Aber schön. Schön, gefällt mir. Top. So, Falco backt ein. Wechselrichter geht wieder. Mal sehen, wie lange. Mal sehen, wie lange. Und wir haben noch hier haben noch einen Dönerladen überfallen. Und nur ein bisschen. Falco hat jetzt das Ding ausgerollt, hat gedroht und da haben die Dinge alles gegeben. Mit Geld gedroht. Na gut, bis später.